Ich habe die Uhr bereits wieder zum Laufen gebracht. Hm, was will ich mehr? Okay, hier waren nur Notizen, Zettel. Das wissen wir alles schon. Was ist eigentlich Steinpulver? Wo haben die beiden das bloß herbekommen? So verzweifelt bin ich noch nicht, mit Betonung auf noch. Ja, das wird noch. Ich glaube nicht, dass Ralf und Ingo damit einverstanden wären. Nein, es ist gruselig genug, so wie es ist. Früher war die Mütze viel spitzer. Vielleicht ist das Steinpulver ja ein guter Ersatz für die verschüttete Stärke. Okay. Oh, das hat für meinen Geschmack etwas zu gut geklappt. Das wird Ben ganz und gar nicht gefallen. Ach, das sieht doch geil aus. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Ich auch nicht. Nein, danke. Es reicht schon, dass ich laufend Opas Marmorkuchen essen muss. Lass mich raten, der Marmor wird in Italien hergestellt. Also der Marmorkuchen. So, okay. Aber jetzt könnte doch die Mütze... Geh doch mal da durch. Könnte die Mütze jetzt nicht steif genug sein für den Baum? Dann, lieber Schmendrick, lass uns doch mal dahin gehen. Wer war nochmal Schmendrick? Ja, wer weiß es? Schmendrick der Zauberer. Wenn du es wisst, schreibt es mal unten in die Kommentare. Okay. Also, es dürfte ja eigentlich nichts passieren, wenn ich jetzt Spot nehme. Und sage, zünd mal die Bombe. Auf geht's, Spot. Zeig, was du kannst. Schön schnell nach oben. Inventar nehmen. Mütze. In das Loch. Nun aber schnell. Schnell, Spot, komm her. Es geht los. Oh je. Okay, von der Perspektive sieht es nicht so gut aus. Oh, toll. Ist wirklich die Hose. Zusammen mit den letzten Sonnenstrahlen, die den Himmel über dem See in ein herbstliches Rot tauchten, glitt Sedgwick der Insel entgegen. In der kalten Luft der reinbrechenden Nacht überkam ihn plötzlich eine seltsame Müdigkeit. Was? Wo bin ich? Oh nein, nicht schon wieder dieser Traum. Bin ich etwa eingeschlafen? Du warst nie wacher als jetzt. Wie meinst du das? Was willst du von mir? Ich will, dass du deine Bestimmung erfüllst. Diese Welt muss durch deine Hand zerstört werden. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Im Gegenteil, hörst du? Wehre dich nicht dagegen. Sonst wirst du zusammen mit dieser Welt zugrunde gehen. Nein, du lügst. Das ist alles nur ein Traum. Ich will, dass es aufhört. Ich will aufwachen. Ja, Sedgwick. Es ist an der Zeit. Erwache! Autsch. Was? Wo bin ich? Augenscheinlich bin ich schon auf der Insel gelandet. Und das ohne mir dabei das Genick zu brechen. Es muss eine extrem langweilige Landung gewesen sein. Ich habe sie vollkommen verschlafen. Wie spät es wohl ist. Hey, du da! Hallo, mein kleiner Freund. Was ist denn das für ein Kostüm? Bist du etwa ein Clown? Ich bin Schausteller. Also ein Clown. Was verschlägt denn einen Clown wie dich an diesen freudlosen Ort? Ja, korrekterweise. Das hier. Ich muss Kalida finden. Kalida? Nun, du hast sie gefunden. Wie meinst du das? Bist du etwa Kalida? Ich?
Nein, aber ich bin ein Teil von Kalida. Ich verstehe kein Wort. Man muss nicht immer alles verstehen, um richtig zu handeln. Musst du unbedingt in Rätseln sprechen? Ich brauche wirklich dringend Hilfe. Ja? Ich muss nach Corona. Zum Schloss des Königs. Egal, woher du kommst. Du bist in die falsche Richtung gelaufen. Von dieser Insel aus führt kein Weg weiter. Dann hat Shana mich in eine Sackgasse geführt? Na wunderbar. Und was mache ich jetzt? Ja, die Wahrheit sagen. Ich muss verhindern, dass die Welt untergeht. Muss das nicht jeder von uns? Die einen, indem sie etwas tun, die anderen, indem sie etwas bleiben lassen. Ja, mag sein. Aber ich muss es wirklich tun. Nicht auf so eine metaphorische Wischiwaschi-Art und Weise. Ich sehe, dass du voller Sorgen bist, kleiner Mann. Ich wünsche dir viel Glück auf deiner Suche. Kalida zu wecken ist nicht ungefährlich. Vielleicht wird sie dir am Ende helfen, die Insel zu verlassen. Aber bedenke, dass auch du ein Teil von ihr bist, solange du hier verweilst. Was? Hey, warte noch. Wie meinst du denn das alles? Hallo? Ich habe da das ganz miese Gefühl, dass die Suche nach Kalida länger dauern könnte. Jawohl. Beende Kapitel 1. Untersuch doch mal die Blasen. Die sind mir schon die ganze Zeit im Auge. Was sind das nur für Blasen im Wasser? Gibt es hier heiße Quellen oder so? Naja, das kannst du ja rausfinden, indem du einfach mal ins Wasser gehst. Entweder verbrennt der Fuß oder er ätzt weg. Ja, da war ein Klick zu viel. Ich bevorzuge stilles Wasser. Ja, das, dann muss man auch nicht so rülpsen. Zurückschwimmen steht ganz unten auf der Liste meiner Optionen. Irgendwo zwischen Freitod und Weltuntergang abwarten. Ja, auch das kann eine Lösung sein. Gucken wir uns die Kerzen doch mal an. Ich mag Kerzenlicht. Es erinnert mich an das Grab meiner Mutter. Ja, das ist auch meine erste Metapher, die ich habe. Ich denke bei Kerzen immer an Gräber. Nicht an gemütliche Abende zu Hause, an Weihnachten, an Candlelight-Dinner. Nein, an Grab, an Tod, an Kälte. Gute Nacht, Mama. Ja. Ich lasse sie lieber hier. Sie erinnert mich an das Grab meiner Mutter. Ja, dann mach doch alle Kerzen aus. Gute Nacht, Mama. Es ist hier nämlich finster. Kann ich nicht wirklich eine mitnehmen? Ich lasse sie lieber hier. Sie erinnert mich an das Grab meiner Mutter. Ja. Gucken wir uns doch nochmal die Statue an. Hier steht etwas eingraviert. Kalida hat Ohren im Wasser. Aha. Also, schön leise. Weißt du, wo Kalida ist? Bemühe dich nicht. Ich finde es auch so raus. Wozu bräuchte irgendjemand 5 Hände? Ich bin mit meinen 2 ja bereits überfordert. Ach, du weißt gar nicht, was man mit 5 Händen alles machen kann. So, hier ist ansonsten, sehe ich hier nichts. Hier sind nur die Kerzen. Ich mache mal wieder den Trick 17. Kerzen, Kerzen. Seht ihr? Ich habe wieder was übersehen. Hier hat wohl schon lange keine Flagge mehr geweht. Dann häng doch eine hin. Ich wünschte, ich wäre ein Biber. Dann hätte ich Besseres zu tun, als mich mit diesem Mast zu beschäftigen. Aber du würdest auch womöglich im Glas deines Großvaters schwimmen. Also wenigstens die Augen von dir. Keine Chance. Der Mast ist zwar morsch, aber ich bin auch schwach. Spott. Kannst du diesen Mast für mich abnagen? Ach, plötzlich hast du keinen Hunger mehr, oder was? Was ist denn? Kannst du den vielleicht, Kannst du diesen Mast für mich umschubsen? Ach, du bist so ein Schwächlingsbot. Ja, ehrlich. Was ist denn mit wilder Feuerbrunst? Dafür ist der Mast zu feucht. Okay. Hätte ja klappen können. Kannst du denn die, Quatsch. Ich wollte mal Spot. Kannst du die Kerzen wieder anzünden? Weil ich fand das mit Kerzen ehrlich gesagt schöner. Ich lasse sie lieber hier. Sie erinnert mich an das Grab meiner Mutter. Ich weiß nicht, ob wir sie ausmachen müssen, aber ich mache sie erstmal wieder an. Nee, Quatsch. So. Und so. Das ist ja schon mal schön, wenn man so seinen eigenen Flammenwerfer dabei hat.
Dann gucken wir uns doch mal um. Hier sind wieder Kerzen. Ich mag Kerzenlicht. Es erinnert mich an das Grab meiner Mutter. Wir gucken uns die kaputte Schaufel an. Hier ist ja meine Schaufel. Sie hat den Flug nicht überlebt. Der Stiel ist abgebrochen. Das hätte genauso gut meine Wirbelsäule sein können. Ja, dann hättest du aber anders ausgesehen. Durch Rumjammern wird sie auch nicht wieder heil. Aber es schadet auch nicht. Also, so ein Mist. Ja, lebensbejahend. Habe ich schon mal erwähnt? Sehr lebensbejahender Mann. Kann man nicht die Schaufel... Wir haben alles verloren, ne? Hier draufsetzen und dann abbrechen? Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Ja, aber du machst es nicht. Weil ich den Mast nicht kriege. Keine Chance. Der Mast ist zwar morsch, aber ich bin auch schwach. Ja. Liegt hier sonst denn noch irgendwas rum? Wo sind denn... Wir hatten doch so einen schönen Kescher und die Truhe. Und wo sind denn die ganzen Sachen? Oder waren die wirklich nur für das erste Level gedacht und... Ist hier noch irgendwas? Warte mal. Ich habe mal wieder nur die Hälfte an Arbeit gemacht hier. Wie komme ich denn hier runter? Hallo? Hallo? Ich muss ja noch zurückkommen. Da könnt ihr mir ja erzählen, was ihr wollt. Hier sind Kerzen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich die jetzt anklicke, kriege ich denselben Schmonz. Ich mag Kerzenlicht. Ja. Es erinnert mich an das Grab meiner Mutter. Okay. Also bei Kerzen sagt er wohl immer dasselbe. Ich mag Kerzenlicht. Es erinnert mich an das Grab meiner Mutter. Gibt es vielleicht sowas wie lösche alle Kerzen oder so? Ich mag Kerzenlicht. Es erinnert mich an das Grab meiner Mutter. Hätte ich mir denken können. Dann gucken wir uns mal die Glocke an. Schillers Glocke, ne? Festgemauert in der Erde steht die Form aus Ton gebrannt, ne? Wie soll man die denn bloß läuten? Das Glockenseil fehlt. Ja. Wie komme ich nur an dich ran? Warum will ich die denn läuten? Ohne das Glockenseil kann ich das wohl getrost vergessen. Dann lassen wir es einfach bleiben. So, da sind noch Kerzen. Kriegst du die auch ausgeblasen? Da geht's auf jeden Fall her. Ich mag Kerzenlicht. Es erinnert mich an das Grab meiner Mutter. Nee, nicht so weit. Ich will mal hier in die Tür. Hier ist auch noch irgendwas. Oh Mann. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel ist dann doch größer, als ich gedacht habe. Hier ist eine Tür, sehr vertrauenswürdig gebaut. Das wird bestimmt halten. Ob hier wohl Kalida wohnt? Klopf doch mal an und frag mal nach. Hallo? Jemand zu Hause? Keiner da. Ist dir schon mal aufgefallen, dass niemand Hallo sagt, wenn du vor einer Tür sprichst? Verschlossen. Dann kommen wir da nicht rein. Okay. Ist hier noch irgendwas? Nur die Kerzen. Warum werden immer diese Kerzen angezeigt? Geh mal weiter. Kann man hier nicht noch irgendwo rüber? Hier war doch vorhin noch ein Gebäude. Was ist das denn? Da bin ich jetzt aber neugierig, ne? Sedwick, sag doch mal. Was ist das hier? Ein Rad. Ein Rad? Wofür das wohl gut ist? Ja. Nein, das ist kein Zahnrad. Ja, du, bei dem Witz darfst du wirklich heulen. Nichts. Damit das funktioniert, muss die Fabrik wohl erst laufen. Ja, dann lass uns doch mal anmachen, die Fabrik. Da kommen wir raus. Hier sind irgendwelche Rohre, da sind Anzeigen.
Sie sind aus. So lässt sich da gar nichts dran ablesen. Außer vielleicht, dass jede weitere Untersuchung Zeitverschwendung wäre. Okay, dann verschwenden wir jetzt mal Zeit und untersuchen weiter. Ich sollte jemanden fragen, der sich damit auskennt. Oder noch besser, ich ignoriere die Dinger einfach und konzentriere mich wieder auf meine Aufgabe.